Astrologie. Ich freue mich, zusammen mit Herrn Pfeiffer als Co-Chair hier sitzen zu dürfen. Und ich freue mich auch, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Und wir starten direkt mit dem ersten Vortrag. Ich darf Herrn Schellenhuber ganz recht herzlich begrüßen. Herr Schellenhuber, ich bin froh, dass Sie da sind. 30 Jahre Erfahrung. Ich weiß, Sie haben mir gesagt, ich soll Sie nicht besonders hoch anpreisen, aber ich glaube, es ist wirklich eine Ehre, dass Sie hier sind. Ich freue mich auf Ihren Vortrag zu dem Thema Klimawandel, Stand der Dinge, Mai 2022. Und ich bin gespannt, was Sie uns erzählen. Ja, vielen Dank, Frau Sing. Ich habe auch gleich einen anderen Titel gewählt, der noch nicht aufkam. Sie einmal mit der Maus auf Ihren Vortrag. Ah ja. Das wäre möglich. Tatsächlich. Es liegen keine Interessenskonflikte vor, soll ich das vorlesen? So, gehen wir noch mal zurück. Ja, Sie sehen, ich habe einen etwas dramatischeren Titel gewählt, aber das im vollen Bewusstsein der Dramatik in diesem Fall. Vielleicht sollte ich ganz kurz sagen, wenn es Zeit frisst von meinen Folien, bin seit ziemlich langer Zeit Mitglied der Leopoldina, die jetzt die Deutsche Nationalakademie ist. Ich kann mich noch erinnern, im Jahr 2009 haben wir versucht, das Thema Klima und Gesundheit irgendwie mit einer speziellen Arbeitsgruppe in die Akademie zu bringen, und es war aussichtslos letztendlich. Zusammen mit einem Kollegen musste ich vor einem Tribunal antreten, das aus dem Präsidenten der jeweiligen Akademien, also der Akademienallianz, bestand. Und eine der demütigendsten Lehren meines Lebens, weil dann der Vorsitzende einer Regionalakademie, ein Theologe, mich darauf hinweist, dass alles ja völlig ungenützend wäre. Als Theologe wusste er es natürlich ganz genau, eine direkte Verbindung zu ganz oben. Ich bin ja nur in der Atmosphäre tätig, ja, ganz oben angesiedelt. Ja, wir wurden richtig vorgeführt und am Schluss wird uns gesagt, nein, das Thema ist nicht relevant. Klima und Gesundheit ist kein Thema, nicht? Inzwischen wissen alle es besser, glaube ich, freue mich sehr, dass auf Initiative verschiedener Personen, unter anderem von Christian Grah, das hier Thema ist, und es ist leider ein Thema, das uns noch lange begleiten wird, also nicht nur der Klimawandel, sondern ja, die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit. Und diese Gesundheitsauswirkung kann von der direkten Vernichtung bis hin eben zu chronischen Krankheiten gehen oder Minderung der Lebensqualität. Ich werde Ihnen eigentlich nur so die wichtigsten Fakten dazu sagen. Und ein Thema, das mich besonders interessiert, das auch sträflich vernachlässigt worden ist über viele, viele Jahre, ist die gebaute Umwelt, weil wenn wir das Klimaproblem überhaupt noch lösen wollen, beziehungsweise wenn wir den Klimawandel überhaupt noch stoppen wollen, irgendwo im Pariser Korridor zwischen 1,5 und 2 Grad, dann wird es nur möglich sein, wenn wir eine tiefe Klimatransformation der gebauten Umwelt haben. Und da geht es nicht nur um Asbest und da geht es nicht nur um Emissionen aus Leimen und dergleichen. Nein, wir müssen im Grunde genommen eine neue Architekturepoche beginnen. Und das ist mein Angebot an Sie. Im ersten Teil meines Vortrags tendiere ich dazu, mein Publikum zu deprimieren, nicht, indem ich die Wahrheit über den Klimawandel erzähle, und es geht nicht anders. Aber im zweiten Teil biete ich Lösungsmöglichkeiten an, und das ist eine Lösungsmöglichkeit, die erstaunlicherweise völlig vernachlässigt worden ist. Ich gebe Ihnen eine Zahl dazu. Aus der gebauten Umwelt, also errichten, betreiben und abreißen von Gebäuden, entstehen ungefähr 40% der globalen Emissionen. 40%. Es gibt Kollegen, die sagen, es ist sogar noch höher. Wir haben uns trefflich gestritten über den Flugverkehr, den internationalen. Auch ich versuche so möglichst wenig zu fliegen, aber das sind gerade 2% der globalen Emissionen. Über das 20-fache wird nicht geredet. Wir haben dann manchmal gefragt, ja, warum ist das so? Da muss ich dann mich auf Bertolt Brecht beziehen, der einmal sagte, eine Dummheit wird unsichtbar, wenn sie nur groß genug ist. Und ja, so scheint es jetzt zu sein. So, dann machen wir mal weiter mit ein paar Fakten. Also, gebaute Umwelt, generell Zerstörung. Wie wird das wieder aufgebaut? Das sind Bilder aus der Ukraine, schrecklich genug. Und auch das ist so eine Geschichte, nicht immer in der Handel, die Wirtschaft in der Regel entwickelt sich wenige Jahre nach einem Krieg.
vielleicht wieder einigermaßen. Aber die gebaute Umwelt bleibt doch für 50 Jahre zerstört, nicht? Das ist einfach so. Das sind die Knochen unserer Zivilisation. Wenn die erstmal gebrochen sind, dann wird die Zivilisation vielleicht nie mehr geheilt oder sie wird zum Krüppeln in diesem Fall. Pariser Abkommen, ich habe es schon skizziert, muss ich nicht lange darauf eingehen. Erderwärmung deutlich unter 2 Grad begrenzen oder gar auf 1,5 Grad, was mehr oder weniger illusorisch ist. Ich habe selbst mit Kollegen, denke ich, die Grundlage gelegt für diese Zahl 2, diese ominöse Zahl 2. Warum gerade 2 Grad Erwärmung? Es hat damit zu tun, dass wenn wir die Erdtemperatur langsam hochfahren, geologisch gesehen natürlich in einem Irrsinnstempo, aber für menschliche Maßstäbe relativ langsam, 0,2, 0,3 Grad pro Dekade, dann ist die Gefahr, dass eben nicht nur allgemein inkrementell sich die Lebensbedingungen auf diesem Planeten verschlechtern, sondern dass eben ja, lebenswichtige Organe der globalen Umwelt, die Sie hier in einem Cartoon dargestellt sehen, zerstört werden oder umkippen, also die großen Ökosysteme. Great Barrier Reef zum Beispiel, ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen schon mal dort getaucht oder geschnorchelt ist, ein unfassbares Erlebnis. Dieses Riff werden wir verlieren, definitiv. Und es gibt nichts, was das noch ändern könnte. Durch Ozeanversauerung, durch Erwärmung, durch Verschmutzung natürlich auch und dergleichen. Ja. Mit das größte Wunder auf diesem Planeten wird verloren gehen, definitiv. Nicht? Aber es gibt eben andere Dinge, die unsere direkte Umwelt in Deutschland, unsere Gesundheit, noch stärker beeinflussen. Ja. Das ist, wenn die großen Eisschilde schmelzen, dann wird der Meeresspiegel steigen, und zwar im 10, 20, 50 Meter Bereich. Also wir reden wirklich über eine große Amplitude. Und dann zwei Dinge, die für unser Wohlbefinden in Europa sehr wichtig sind. Das ist der Golfstrom, hier ist Atlantic Firmament Circulation, das ist der Spezialausdruck, das wird beschrieben. Und dann eben der Jetstream, das ist dieses Windband, das arktische Luft von der gemäßigten Luft separiert. Und das neigt dazu, wenn der Antrieb schwächer wird, weil die Arktis sich schneller erwärmt als der Rest des Planeten, dazu, große Falten zu werfen, große Wellen, sogenannte Rossby-Wellen. Wenn Sie sich erinnern, im Jahr 2003, die große Hitzewelle, 70.000 Tote in Europa und dann 2018, 19, 20, die große Dürre. Das war dann jeweils eine Situation, wo quasi eine stehende Rossby-Welle über Europa zu liegen kam und wir dann eben 8 Wochen, 6 Wochen, 10 Wochen, 12 Wochen Trockenheit hatten, keine Niederschläge und dergleichen. Und das hat genau damit zu tun, dass eben sich differenziell die Arktis schneller erwärmt als der Rest des Planeten. Wer hätte das gedacht? Ja, wir haben darüber nachgedacht. Auch so eine Geschichte wie das, was ich über die Leopoldina erzählt habe. Wir hatten mit Hilfe von einem russischen und einem ukrainischen Mathematiker bei uns diese Theorie entwickelt und haben dann versucht, die Arbeit einzureichen. Und wie man das so tut, man, ja, sie reichen als erstes bei Lancet ein, wir bei Science oder Nature oder Physical Review Letters, und die Arbeit wurde postwendend abgelehnt. Also so schnell, wie ich das selten erlebt habe. Nicht? Und wie wir dann ein bisschen tiefer gingen, irgendwann bei drittklassigen Journals waren, die auch abgelehnt wurde, dann wusste ich, wir sind auf der Spur von was ganz Großem. Genau so war es auch, aber inzwischen ist das eine etablierte Theorie. Selbst der Deutsche Wetterdienst glaubt uns inzwischen, die Meteorologen zu überzeugen, ist sehr, sehr schwer. Nur eine Zahl, warum es wirklich dramatisch ist, der grönländische Eisschild verliert oder verlor im Jahr 2019 eine Million Tonnen Eis pro Minute. Man muss sich das vorstellen. Also das ist eine gigantische Dynamik, die sich weit außerhalb unseres Gesichtskreises abspielt. Und wir, das ist eine Zusammenfassung quasi hier, was Sie rechts unten sehen, das finden Sie immer wieder in den IPCC-Reports, ja, ist der Versuch darzustellen, wann wird es brenzlig. Also vertikal haben Sie globale Mitteltemperatur und rechts sind Säulen aufgetragen, sogenannten Reasons for Concern. Das haben wir auch in Potsdam erfunden. Rick Lehmanns und ich hatten damals die Überlegung, wie stellt man eine Gesellschaft dar, wann es gefährlich wird. Und dann sind wir zu dieser Falschfarben-Diagrammatik gekommen und
Entscheidend sind, ist die Säule rechts, ja? Large Scale Singular Events, ist das damals, das sind diese Kipp-Prozesse im ganzen System. Ja? Und ob Sie es glauben oder nicht, wie wir 2001 diese Grafik zum ersten Mal gezeigt haben, da lag der purpurrote Bereich, das heißt, da sind wir sicher, dass das System kippt, bei ungefähr 6 Grad. Und das ist jetzt der letzte Bericht aus diesem Jahr. Und dann sehen Sie, dass die rote Farbe eben bis auf 2 Grad heruntergelaufen ist, ja, heruntergetropft ist. In anderen Worten, das ist die ultimative Begründung für das Pariser Abkommen. Die disruptiven Veränderungen, die unsere globale Umwelt eben unbewohnbar machen, zumindest für 10 Milliarden Menschen. Was ist die Erwartung? Dass in unter günstigsten Voraussetzungen die Erderwärmung bis Ende des Jahrhunderts zwischen 2,2 und 2,9 Grad liegen, also sagen wir mal 2,5 Grad. Aber dann stoppt das Ganze nicht. Ja, dieser Prozess, wenn er angeschoben ist, verselbstständigt sich möglicherweise. Auf jeden Fall wird die Erderwärmung weitergehen. Sie sehen also, die physikalische Prognostik und die politische Programmatik liegen vollkommen auseinander in diesem Fall. Es ist so, wie wenn man in Paris beschlossen hätte, dass Erdbeben über 8 auf der Richterskala verboten würden. Ob die Geologie da mitgespielt hätte, ist eine andere Frage. In diesem Fall ist die Frage, ob die Physik mitspielt. Obwohl das als Lancet ist, überspringe ich es mal. Ich will Ihnen nur zeigen, was es bedeuten würde, wenn wirklich wir in den Bereich von 4, 5 oder 6 Grad vorgehen. Und warum das Ende unserer Zivilisation, wie wir sie kennen, ist. Das wäre die Karte von Europa, wenn jetzt dann auch der ostantarktische Eisschild abschmilzt. Und Sie können ja mal schauen, wo die Krim liegt in diesem Fall. Sie würde dann eine kleine Insel werden. Der Brexit hätte sich zur Hälfte erledigt in diesem Fall. Und übrigens wäre es ähnlich mit den Wählern von Trump in Florida. Die würden gar nicht mehr siedeln. Also dieser Bundesstaat würde keinen Einfluss mehr nehmen auf die Wahlen in den USA. Aber was wirklich dramatisch ist, ist natürlich, dass quasi jede Metropole in Südostasien so nah heute am Meer ist oder direkt am Meer steht, dass sie einfach verschwinden würde, nicht? Und Sie haben vielleicht gehört, die Indonesier haben den irrsinnigen Plan, Jakarta quasi aufzugeben und eine neue Hauptstadt zu bauen in Borneo. Übrigens genau da, wo jetzt diese große Meeresfleck ist. Also es ist, sie sollten sich eine höher gelegene Position suchen. Aber das ist beschlossen. Es soll dieses Jahr beginnen mit der Rodung von 4000 Hektar Wald. Das muss ja einen guten Anfang wählen. Die Menschen, die heute in diesen Küstenzonen leben, könnten dort nicht mehr sein. Das ist ein langsamer Prozess, das wäre eine langsame, sickernde Migration von der Küste. Aber das Lebensraum für 1,5 Milliarden Menschen, noch mehr Lebensraum für ähnlich viele Menschen würde verloren gehen und sehr viel schneller übrigens, wenn, und das liegt jetzt in Ihrem Bereich, im medizinischen Bereich, wenn die thermoregulatorischen Kapazitäten des menschlichen Körpers überschritten würden. Also technisch Wet of Temperature, also die Kombination aus Luftfeuchte und Temperatur. Wenn diese Kombination über die 35 Grad Celsius geht, können Sie im Freien nicht überleben, nicht länger als 2-3 Stunden, weil man nicht mehr schwitzen kann und so weiter. Das wissen Sie besser als ich. Und in Rot eingezeichnet, dunkelrot, sind nun die Regionen auf der Erde, die im Worst-Case-Szenario, auf dem wir uns aber leider im Augenblick befinden, im Worst-Case-Szenario eben das Leben im Freien 365 Tage im Jahr, also generell nicht mehr möglich wird. Das sind die inneren Tropen im Wesentlichen. Ja. Sehen Sie das mal zusammen, zählen Sie dann zusammen die Menschen, die nicht mehr in Regionen leben können, wo stärkere Hurricanes und Typhoons und so weiter an Land gehen, dann kommen Sie im ungünstigen Fall auf das Ergebnis, dass die Erde für die Hälfte der Bewohner, der jetzigen Bewohner, nicht mehr bewohnbar sein wird. Wenn das keine dramatische Aussage ist, nicht, und das ist eben etwas, was man nicht so leicht hinsagt, das ist nicht Alarmismus, das ist das, was uns die Fakten geradezu aufzwingen zu sagen. Das wäre eine Welt, in der es keine Gesundheit, keinen Frieden, keinen Wohlstand gäbe, kein zivilisiertes
4 Milliarden Menschen oder auch nur 2 oder eine könnte man die Umsiedlung bringen. Und deswegen ist der Klimawandel mehr als Corona die größte Menschheitsherausforderung im 21. Jahrhundert. Ja, und die größte Herausforderung für jeden, der sich um das Wohl des Menschen sorgt, das sind Mediziner, das sind Politiker, das sind Seelsorger. Ich war gestern beim katholischen Kirchentag in Stuttgart 13 Stunden mit der Deutschen Bahn unterwegs gewesen, um dann auf einem Panel zu sitzen. Aber es war richtig, was zu tun, weil wir haben da gesprochen, und das ist überhaupt nicht Thema meines Vortrags, aber ich erzähle es Ihnen jetzt trotzdem. Wir haben nämlich darüber gesprochen, eine Idee, die wir auch vor einigen Jahren ins Spiel gebracht haben, der sogenannte Klimapass. Es gab ja den Nansen-Pass nach dem Ersten Weltkrieg, um staatenlose, vor allem aus Russland, in diesem Fall den Zutritt zu verschiedenen Ländern zu ermöglichen, wurde irgendwann von über 50 Staaten anerkannt. Nun, wenn wir zurückgehen hier, es wird bestimmte Staaten nicht mehr geben, Tuvalu, Malediven und so weiter. Die höchste Erhebung in der Malediven ist 2,4 Meter. Der Meeresspiegel wird aber mit 2 Grad Erwärmung langfristig um 10, 20 Meter ansteigen. Das heißt, was tun wir mit diesen Menschen, die wir indirekt sozusagen ihres Heimatgebietes berauben, sehr indirekt natürlich, ohne böse Absicht, aber trotzdem faktisch. Der Vorschlag war, dass man eben für Klimaflüchtlinge einen internationalen Pass einführt, sodass sie selbst frei wählen können, in welches Land sie gehen. Insbesondere in die Länder, die an der Zerstörung ihrer Heimat tatsächlich beteiligt waren. Könnte also Quoten direkt nach historischen Emissionen berechnen. So, was können wir tun? Spinnen das mal alles, obwohl das ein interessanter Zusammenhang ist, wo die Emissionen in welchem Sektor durch die Corona-Maßnahmen runtergingen. Ich sagte ja schon, nach der kognitiven Schock-Sektion kommt sozusagen die Hoffnung. Und die Hoffnung liegt nicht so sehr in der Herausforderung, dass wir die Emissionen reduzieren müssen. Das ist sowieso selbstverständlich. Ne? Globale Emissionen in allen Sektoren müssen bis 2040 unserer Ansicht nach auf Null gefahren werden, global. Das muss man erstmal hinkriegen. In Deutschland allemal, als hochentwickeltes Industrieland, könnten wir das technisch, wirtschaftlich, sozial, institutionell, als sollte global geschehen. Aber was uns wirklich Sorgen macht, ist, dass die Senken, die über die Hälfte der Emissionen aufnehmen, die Ozeane, vor allem die Biosphäre, dass die zerstört werden im Augenblick. Ja? Durch eine im höchsten Maße ungesunde Ernährung für die westliche Bevölkerung zu garantieren. Dafür wird der Tropenwald gerodet, um Sojabohnen anzubauen, die man dann für die Schweinemast benutzt und so weiter. Dümmer kann man sich nicht mehr verhalten als Menschheit, das genau das zu tun. Und unser Vorschlag ist natürlich das zu stoppen. Freihandelsabkommen, die das nicht berücksichtigen, sind nicht das Papier wert, auf dem sie geschrieben sind. Nicht? Aber wir müssen zusätzliche Senken schaffen, sonst wird das mit den 2 Grad nichts mehr werden. Und woher kommen die negativen Emissionen? Der IPCC hat darauf eine dämliche Antwort, meiner Ansicht nach, nämlich BECCS, das ist Bioenergie with Bioenergy with Carbon Capture and Storage, das ist so ein bisschen die Idee wie mit den Biofuels, nicht? Wo wir jetzt endlich aufhören, das weiterhin zu subventionieren. Das wird nicht gelingen, aber es gibt eben die große Unbekannte im Klimasystem, das ist die kalte Umwelt, und die Forderung ist Reforesting the Planet, also im großen Stil aufforsten, darüber wird schon lange geredet, die entsprechenden internationalen Ansätze sind erbärmlich, es muss im großen Stil gelingen, und es gibt 1 Milliarde Hektar degradierter Flächen, die dafür genutzt werden könnten. Und eben die Städte langsam zu demineralisieren, also Wirtschaft dekarbonisieren, demineralisieren, weg von Stahlbeton, von Glas, von Aluminium und bauen mit dem besten Material, das die Evolution jemals hervorgebracht hat, Holz, Bambus, Hanf und solche Dinge. Ich sagte schon, 40% der Emissionen. Wir haben dazu eine Arbeit veröffentlicht, die jetzt irrsinnig viel zitiert wird im Augenblick, wo
obwohl sie eigentlich eher in einem Nebenchannel versteckt war, nämlich der Sustainability, nämlich wie kann ich die Atmosphäre von historischen Emissionen reinigen, indem ich zu organischer Architektur übergehe. Und die Grundidee ist ganz einfach, nicht? Wenn Sie mit Stahlbeton bauen, alles mal durchgespielt, die Menschheitsbevölkerung wächst ja noch wahrscheinlich um etwa 2 Milliarden, nicht? Und wir haben uns das in der Frage gestellt, wie werden diese 2 Milliarden Menschen behaust, wenn sie überhaupt behaust werden, wenn sie nicht einfach in Slums und Favelas und Shantytowns abgeschoben sind. Oder? Aber wenn sie ordentlich behaust würden, wenn sie mit Stahlbeton behaust würden, hätten sie diese Emissionssäule zusätzlich über 70 Milliarden Tonnen CO2. Oder? Wenn alle Bauprojekte, die jetzt schon geplant sind, weltweit mit Stahlbeton ausgeführt würden, dann wäre das Pariser Abkommen schon schrott. Was wäre aber, wenn wir organisch bauen würden, also das Material nutzen würden, natürlich generiert, geerntet durch nachhaltige Forstwirtschaft weltweit, was uns die Natur anbietet, also Holz zum Beispiel, dann sehen Sie, diese Emissionssäule schwindet eben fast komplett. Wir gehen davon aus, dass 10% der Gebäude immer noch mit Beton errichtet werden, Hybrid, Treppenhäuser, Fundamente, wie auch immer. Aber 75 Gigatonnen, Milliarden Tonnen würden gespeichert in den Gebäuden oder Infrastruktur, die aus Holz errichtet sind, weil über die Photosynthese im Grunde genommen die Bäume, die Pflanzen für uns die Extraktion des CO2 übernehmen, nicht? Eine natürliche Lösung, ein wunderbares Material, mit dem man inzwischen Hochhäuser bauen kann und alles. Und es würde dann eben dazu führen, dass man langfristig CO2 aus der Atmosphäre entnimmt. Nur wenn erstens die Dekarbonisierung der Wirtschaft bis 2040, spätestens 2045 gelingt, und zweitens wir letztendlich zusätzliche Senken mit Hilfe natürlicher Verbündeter, nämlich in diesem Fall der Ökosysteme, schaffen, haben wir eine Chance, irgendwo in der Nähe von 2 Grad zu bleiben. 1,5 Grad sind außerhalb jeder Reichweite. Ja, und dazu habe ich mich als Klimafolgenforscher, Physiker zwischen verlegt auf eine ganz neue Tätigkeit, nämlich versuche mit vielen Mitstreitern die ganze Debatte um die gebaute Umwelt zu verändern. Wir haben als gemeinnützige GmbH Bauhaus für die Erde oder Bauhaus der Erde gegründet. Das war ein Essay, den ich letztes Jahr im FAZ veröffentlicht habe. Und das ist inzwischen natürlich ein Rekurs auf das alte Bauhaus in Weimar 1919, als Gesamtkunstwerk, alle Gewerke zusammenbringen. Das ist aufgegriffen worden von Ursula von der Leyen, New European Bauhaus, eine große Initiative. Nimmt, wie kann es diese ganze Architekten-, Designer-, Bau-, Infrastrukturszene in Bewegung, nicht? Spät, das ist der Elefant im Klimaraum sozusagen, der immer übersehen wurde, aber kommt jetzt in Bewegung in diesem Fall. Und das sind meine letzten Anmerkungen. Ich bin auch Mitglied der Webstringer Akademie der Wissenschaften. Es sind nur 80 Mitglieder auf Lebenszeit, die nicht gute Katholiken sein müssen, aber sie müssen in ihrem jeweiligen Fachgebiet Weltklasse sein. Und wir haben allein 20 Nobelpreisträger unter diesen 80. Und wir machen jetzt ein Symposium in Rom, das heißt Reconstructing the Future. Achten Sie auf den Doppelsinn, Reconstructing not the past, the future. By Construction. Und da werden weltweit führende Architekten dabei sein. Shigeru Ban aus Japan, Pritzker-Preisträger, der als erster mit Pappe Flüchtlingsunterkünfte gebaut hat. Er war jetzt vor kurzem bei uns in Berlin und will auf dem Tegeler Feld eben aus mit seinen speziellen Methoden Flüchtlingsunterkünfte für Menschen aus der Ukraine aufbauen. Francis Carré aus Burkina Faso, der den Pritzker-Preis dieses Jahr gewonnen hat. Links unten sehen Sie die Oberschule, die er in Burkina Faso gebaut hat, aus einfachsten Materialien, Lehmholz, wunderschön gleichzeitig funktional, selbstlösend und so weiter, genial.
Also diese Menschen werden da zusammenkommen und ich schließe mit dem Titel oder dem Zitat, der hat vor kurzem ein Spiegelinterview gegeben, wo er sagte, wenn alle so bauen würden wie der Westen, wäre die Erde morgen kaputt. So ist es. Aber das Schöne ist, dass wir uns aus der Klimakrise quasi herausbauen können. Und das ist der Hoffnungsschimmer, den ich Ihnen jetzt mitgebe. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ankommen muss, was man immer wieder halt hören muss und weitergeben muss. Meine Frage ist, ich sehe an der Uni in Essen ganz viele neue Gebäude, die jetzt hochgezogen werden, die sind aber nicht aus Holz. Gibt es denn da Bestrebungen schon in Deutschland? Und dann vielleicht noch eine andere Frage, was machen wir denn mit den Gebäuden, die jetzt noch nicht aus Holz sind? Reißen wir die irgendwann ab? Ich fange mit der zweiten Frage an. Es gibt natürlich eine erbitterte Debatte zwischen den verschiedenen Architekten. Ich dachte immer, die Physiker wären eine fragmentierte Community, aber bei den Architekten ist das hundertmal so schlimm in diesem Fall. Es ist unglaublich, über welche Begriffe die schon gestritten haben und sich natürlich nicht geeinigt haben. Und es gibt natürlich die Debatte Bestand versus Neubau in diesem Fall nicht. Die Antwort ist die, dass in Deutschland man sich ja sich vor allem auf den Bestand, die Ertüchtigung konzentrieren sollte. Nee, aber wenn Sie gleichzeitig einen neuen Wohnraum schaffen wollen, dann können Sie das zum Beispiel mit Holz sehr viel besser tun. Es ist sehr schwer, auf ein vierstöckiges Gebäude ein schweres Betongeschoss draufzusetzen. Ne? Aber wenn Sie mit dem fünfmal leichteren Material arbeiten, man könnte Parkplätze überdachen sozusagen mit Holz, das passiert in München zum Beispiel. Also die Ertüchtigung geht auch mit innovativen Methoden sehr viel besser. Dennoch, 80% aller Gebäude, die in Afrika benötigt werden, sind auch nicht gebaut. Das ist immer einfach so. Oder? Also man macht sich dann auch wieder zu leicht und sagt, na gut, wir in Deutschland, wir renovieren ein bisschen und dann wird das Klima schon gerettet werden. Nein, wir müssen auch helfen, Ansätze zu entwickeln, die dort zum Tragen kommen, wo die Menschen eben nicht mehr raus sind. Oder? Architekten sollten in die Favelas gehen und funktionale Slums entwickeln zum Beispiel, ja, mit den Materialien arbeiten, die sie dort vorfinden. So, jetzt zu Essen in diesem Fall. Das ist eben diese unglaubliche Systemträgheit. Also es ist in manchen Bundesländern besser, also Baden-Württemberg hat eine Holzbauoffensive, 40% der Ein- und Zweifamilienhäuser in Baden-Württemberg sind aus Holz gebaut inzwischen. Ja, das ist signifikant. Die Kosten liegen zwischen 5% und 20% höher, als wenn Sie konventionell bauen. Aber es hat einfach mit der absoluten Fantasielosigkeit auch auf der Projektträger zu tun. Also zum Beispiel ist es so, dass Sie hier in Leipzig ganz nahe am Bahnhof, das ist eine neue sächsische Entwicklungsbank oder irgendwas, da stehen davor 100 Säulen aus Beton, die keine Funktion haben. Ein Wald aus Beton gebaut. Und der Architekt ist wahrscheinlich super stolz drauf, dass ihm das eingefallen ist. Nicht? Weil wie kann man das heute noch fördern, na, so einen Wettbewerb prämieren in dieser Weise? Aber dann der andere Grund noch, und der ist wirklich schwierig, ist die Regularien, die Landesbauordnung und so weiter. Inzwischen bin ich sehr häufig in dieser Szene unterwegs und das sind unglaublich pfiffige kleine Unternehmen, also die fast jede Lösung anbieten, World Champions, eigentlich Hidden Champions. Ich sage, wenn ich jetzt mit einem Ansatz wie Carré zum Beispiel kommen würde, würde ich sagen, ich möchte unseren Kindergarten, unser Hospital, die Ambulanz auf der Havelhöhe, wie auch immer, die möchte ich jetzt aus Lehm und Holz bauen, nicht? Dann scheitern sie schon bei der untersten Baubehörde in diesem Fall, ja? Dann kommt der Brandschutzbeauftragte und der steht bekanntlich in Deutschland über dem Bundeskanzler und so weiter und so weiter. Man muss unendlich viel Geduld und Leidenschaft haben, um ein wirklich pfiffiges Projekt durchzubringen. Aber ich könnte Ihnen jetzt, aber ich möchte hier nicht die ganze Veranstaltung rocken, ich könnte Ihnen mindestens noch 55 Gründe nennen, warum es nicht passiert. Aber verdammt nochmal, jetzt müssen wir anfangen,
das zu ändern. Wir haben mehrere Fragen. Langsam. Eine Frage war also, aber einfach, wie nachhaltig ist das eigentlich? Weil wenn die Gebäude eher nicht mehr verschrottet werden müssen, dann ist das CO2. Ja, nee, völlig richtig. Alles Entscheidende ist, sind zwei Worte. Nachhaltigkeit, also Langfristigkeit und Rezyklierbarkeit. Ja? Das heißt, Nachhaltigkeit heißt, dass wir natürlich den Waldumbau so betreiben müssen, dass sie auf konstante Weise in einem gesunden Mischwald mit verschiedenen Altersklassen Bauholz ernten können. Ja? Das sind wir nicht im Augenblick, aber der Waldumbau muss sowieso geschehen wegen des Klimawandels. Ja? Wir haben ja jetzt ein veritables Waldsterben. Ich bin also 1980 der Spiegel einen Titel gehabt, Waldsterben und so weiter. Das war ein bisschen saurer Regen, lächerlich. Was heute passiert, ist wirklich fatal. Ne? Das heißt, wir müssen den Wald umbauen und das bedeutet, dass wir eben eine andere Komposition brauchen. Wir müssen nach 20, 30, 40 Jahren, werden wir in eine Klimaxphase kommen, wo wir quasi genügend Stoff entnehmen können, ohne die Struktur des Waldes noch zu verändern. Das ist eben auf jeden Fall wichtig in diesem Zusammenhang. Und das andere ist Kreislaufwirtschaft. Das Schlimme ist, dass selbst heute noch Gebäude aus Holz oder Hanfziegel oder wie auch immer mit toxischer Verleimung produziert werden. Fassadendämmung, hochtoxisch, Sondermüll und so weiter. Da kommt jetzt genau das mit dem Bestand ins Spiel. Ich muss nicht nur den Kreislauf schließen, was die Angebotsseite angeht, also die Biomasse sozusagen, die Baumaterialien, die nachwachsenden Rohstoffe, kann mir in meinem eigenen Garten sozusagen das nächste Haus wachsen lassen. Das ist eigentlich eine tolle Sache. Ja? Aber es kommt eben die Nachfrageseite und ich muss dafür sorgen, dass das Haus zum Wertstofflager wird. Nicht? Also ein Mischwarenladen, der dazu Wertstoff enthält und das ist möglich. Es gibt eben inzwischen die Lösungen, dass ich zum Beispiel komplett ohne Verleimung ein, zwei, drei Familienhäuser baue, die werden verdübelt sozusagen. Nicht? Was passiert, wenn die dann wirklich nach 100 Jahren zum Beispiel, also solange ich ein Holz aus Alemann, nicht, wenn es wieder zerlegt würde, dann nehmen sie die Dübel raus und sie können quasi 99% der Stoffe wieder verwenden. Aber in einer Wegwerfgesellschaft wird über das gar nicht nachgedacht. Ne? Die Stahlbetonhäuser der 70er Jahre, die extrem energieineffizient waren, die wurden schnell hingestellt und es war völlig klar, irgendwann werden sie verschrottet. Wissen Sie, was mit dem ganzen Betonschrott bestenfalls passiert? Es werden Fundamente von Autobahnen mitgebaut. Nicht? Das ist also ziemlich die einzige Quelle, wo sie geschredderten Beton wirklich in großen Stil verwenden können. Das würde bedeuten, dass wir immer weiter Autobahnen bauen müssen, damit wir das auch nicht machen. Wir sind von der Zeit schon etwas fortgeschritten, aber die Dame ist so wirklich. So, vielleicht kurze Frage, kurze Antwort. Ja, vielen Dank. Vielleicht für den Vortrag und Erklärung. Ja, kann ich das nochmal nur dringlich gesagt haben, muss ich eigentlich jeden Tag nicht, was der Ozeanschutz in der Rolle spielt. Ja, also was die Bioproduktivität angeht, ist es tatsächlich so, dass die sehr viel geringere Biomasse in den Ozean für uns, also was Sauerstoff angeht, was dieselbe Rolle spielt wie die Wälder, alle Wälder zusammen. Was eben sozusagen die Materialströme angeht, ist es weniger wichtig. Man hat da Versuche gemacht, zum Beispiel durch Eisendüngung, also künstliche Algenblüten zu erzeugen und damit CO2 zu entfernen. Das funktioniert nicht wirklich. Das kann man im großen Stil einfach nicht durchführen. Aber was ganz wichtig sind Seegraswiesen zum Beispiel, ja, und Mangroven und so weiter. Also eher im Küstenbereich. Da gibt es enorme Möglichkeiten, Kohlenstoff zu speichern durch gutes Management. Und genau dort wird die größte Zerstörung im Augenblick ermöglicht. Auch wieder da, es ist unendlich töricht, was wir tun. Weil die einzigen Verbündeten, die wir haben im Kampf gegen den Klimawandel, unsere natürlichen Verbündeten,
Ja, die metzeln wir lieber, nicht? Also, kümmern geht's nicht. Ja, Herr Professor Schönhuber, fantastisch, vielen Dank.